In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ihr Lieben, ich bin jetzt gerade auf Klo beim Vorplatz. Ich muss natürlich Urin abgeben und ich versuche euch gleich mitzunehmen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es. Hi ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren ja beim Arzt. Es ist alles super. Das Baby ist deftig am Wachsen. Wir wissen auch, was es wird zu 90%. Dazu kommt aber ein extra Video. Ich wollte es nämlich ein bisschen schön machen und nicht einfach so pat erzählen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut. Meine Blasenentzündung ist komplett weg. Es ist alles super. Genau. Ich habe meine Termine jetzt bekommen für das komplette Jahr, also für dieses komplette Jahr bis zur Geburt und ja, schaut alles super aus. Und ja, was soll ich noch erzählen? Ich muss jetzt mit Femibion L2 anfangen. Ich bin jetzt in der 14. Schwangerschaftswoche, ab Sonntag in der 15. Und es wird auch nicht mehr vaginal untersucht bei mir, sondern von oben, weil das Baby sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und man ist schon deftig gewachsen und bewegt sich auch sehr gut. Hella, nur dann. Ja, was steht, Hammer? Lila will seit gestern Abend Käse essen. Ja, das mache ich jetzt hier. Wir haben 2 Fotos bekommen. Und sonst? Wow! Das Baby sieht aus wie ein Alien. Ist ja auch noch normal. Total süß, aber die ganze Zeit am Ring. Das hat sich die ganze Zeit hier so gekratzt oder keine Ahnung, was das war. Ja. Also. Wenn wir uns für einen Namen entscheiden sollten, dann kommt dazu ein extra Video und für das Geschlecht kommt auch extra ein Video. Ich weiß nur nicht, wie ich das mit dem Geschlecht machen soll, weil wir fliegen ja schon nächste Woche in den Urlaub. Und da habe ich keine Zeit, noch ein extra vagantes Video zu drehen. So ihr Lieben, da kann ich auch jetzt nicht ein extra Video zu drehen, was so extravagant und super schön ist. Weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Obwohl, wir gehen morgen mit Hakan in die Arkaden. Ich schaue mal, ob ich da was in dem Ballonladen finde oder so. Und ich das dann so verkünde. Mama? Ja, Schatz. Hier, das reicht erstmal. Gell? Oh, hier. Ja, meine Mama weiß Bescheid. Aber der wusste ja sowieso Bescheid, als er das da gehört hat. Und Hakan weiß auch Bescheid, nur Furkan nicht. Aber die haben sich auch sehr gefreut. Das Wichtigste für uns war, dass das Baby gesund ist, dass es gut entwickelt ist. Und ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht er oder sie sage. Ich zeige euch auch jetzt Fotos. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn das Video jetzt erst kommt, was es wird. Hier muss ich nächstes Mal mein Urin reinlassen, bevor wir zum Arzt fahren, weil sie meinte, sie will das frische Urin, sobald man aufwacht. Hier steht auch noch mal alles drin. Dann habe ich einen Zuckertest am 4. am 13.8. Bis dahin habe ich ja noch Zeit. Ich muss gefrühstückt haben, meinte sie, sonst schickt sie mich runter in die Bäckerei essen. So, und das ist unser... Das ist das Foto. Ich muss mal hier die Praxis wegmachen. Einmal dieses Foto. Da sieht man jetzt hier nur den Kopf. Und dieses Foto. Aber...
Die Kleine hat sich auch die ganze Zeit bewegt, deswegen konnten wir keine anständigen Fotos machen. Und ich glaube, sie hat auch 10 Minuten rumgeguckt und hat gesagt, doch, das ist ein... Also sie hat ein paar Mal geguckt. Am Anfang meinte sie sofort, das ist ein, und danach am Ende meinte sie, das ist auf jeden Fall ein. Ja, genau. Ich mache es ein bisschen spannend. Nur dann. Mama! Aber schläft. Mama! Also ich gehe mal jetzt zu Lena. Ihr Lieben, heute habe ich wirklich den ganzen Tag nur gefaulenzt. Muss ich ehrlich zugeben. Lena, was machst du da? Heute noch? Nein, hör bitte auf. Das ist meine Tasche und da darfst du nicht tragen. Guck mal, sie kennen die Chantanwagi. Chantan Getir von Nasha oder von Elsa. Lisa, was machst du an dem? Nee. Hör auf damit. Geh halt bei mir nach unten. Was gewinnen wir oder gewinnen wir denn? Da. Guck mal. Hinter dem Koffer. Nein. So, ihr Lieben, genau. Ich habe heute kaum was gemacht. Ich habe gerade gestaubsaugt und. Ich habe gerade geguckt im Internet wegen dem Essen im Flugzeug. Weil das letzte Mal sind wir ja mit Turkish Airlines geflogen. Da haben wir Essen, Trinken bekommen bis zum geht nicht mehr. Und meine Freundin erst hat mir gesagt, dass ich jetzt auf jeden Fall 2 Liter trinken muss während dem Flug. Ich muss jetzt aber für das Trinken im Flugzeug zahlen. Und ich finde das echt unverschämt. Also wir fliegen ja mit SunExpress. Und das ist echt scheiße. Also da zahlst du so viel Geld für den Flug und kriegst nicht mal Essen und Trinken. Also musst du für beides zahlen. Also finde ich schon ein bisschen asozial. Die haben das wohl noch neu. Keine Ahnung, wie eure Erfahrung da ist. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, warum soll ich denen noch Geld da reinschicken, ne? Für irgendwelche Sandwiches, die vielleicht von vorgestern Abend sind und die dann auch noch kalt sind, weil bei Turkish Airlines war das so, dass die Sandwiches alle kalt waren, also aus dem Kühlschrank. Dann gehe ich kurz zur Bäckerei und hole da was. Aber ich muss mich vorher erkundigen, weil jetzt haben voll viele geschrieben, man darf was mitnehmen. Und voll viele schreiben, man darf nichts mitnehmen. Ich wollte vorher eigentlich nochmal so machen und das mitnehmen. Aber das stinkt auch dann im Flugzeug. Und ich will die Leute nachts nicht nerven, wenn die dann schlafen. Wir fliegen ja nachts. Was denn? Mama. Mama, willst du? Okay, gleich, ja? Ja, und mich haben voll viele gefragt, wer schläft denn wieder bei euch? Ein guter Freund von uns schläft bei uns. Und zwar wohnt er momentan bei seinen Eltern eigentlich. Aber wir dachten uns, dann kann der hier schlafen und seine Arbeitsstelle ist auch direkt hier in der Nähe. Kann dann gucken, wann wir Post bekommen und so. Das ist dann viel besser, da muss man dann nicht die ganze Zeit hin und her fahren. Ihre Arbeitsstelle ist zwar in der Nähe, aber... Genau. Deswegen machen wir das so. Also ich bin dann auch beruhigt, wenn jemand bei uns schläft. Und dann weiß ich auch, was in der Post ist, weil ich bin immer total... das war auch letztes Jahr so. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ruf mal Shivan an, ob wir jetzt Post bekommen haben. Vorletztes Jahr, sorry. Und er hat dann immer gesagt, Schatz, komm, chill deinen Urlaub. Also wir waren ja wirklich 3 Wochen weg. Ich denke jetzt nicht, dass wir innerhalb einer Woche viel Post bekommen. Aber man weiß ja nie. Und wenn das dann was Wichtiges ist, dann will man natürlich anrufen und sagen, hey, wir sind im Urlaub. Ey, bitte. Genau. Wir haben übrigens heute von draußen gegessen. Döner und so ein türkisches Gericht. Im Dönerladen haben die immer so jeden Tag so ein Tagesmenü. Hat gar nicht geschmeckt. Das war so ein Erbseneintopf mit Hähnchen. Also Audel hat das gar nicht geschmeckt. Audel mag ja sowieso keine Erbsen. Ja, Lena hat ganz bisschen gegessen. Und ich habe dann meinen Döner gegessen. Der Döner hat ganz gut geschmeckt. Ich habe auch lange keinen Döner mehr gegessen. Ich glaube, in der Türkei werden wir uns gut gehen lassen. Übrigens fragen uns immer noch voll viele, wo wir hinfliegen. Wir fliegen nach Nala, das ist in Antalya. Unser Hotel ist auch nur
ich glaube, 5 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Ja! Ja, dann drück auf X, Schatz. Ja, du weißt doch, wie das geht. Geht's dir, Backchen? Lina weint für alles, ne? Wenn irgendwas nicht klappt, kannst du direkt ans Sofa nehmen. Komm, geht's dir, Brianne? Voll süß. Lena hat gestern im Fernsehen eine Wassermelone gesehen und wollte die ganze Zeit Wassermelone haben. Sie hat direkt die ganze Zeit drauf gezeigt. Und Audra, ich habe es Audra erzählt gestern Nacht, da meinte er heute Morgen, mach mal den Kühlschrank auf. Und ich sehe da, der hat sogar die Wassermelone schon angeschnitten. Ich weiß nicht, woher der die gefunden hat. Also hätte ich Lust drauf bekommen. Ich denke nicht, dass er die gefunden hätte irgendwo. So. Okay. Ja, dann machen wir es. Oh nein, ich muss das hier noch sauber machen. Ehrlich gesagt, wollten wir nochmal den Körper durchgehen am Montag, was wir noch brauchen. Audra geht auch jetzt nicht mehr zum Fußball. Ja, und danach, Donnerstag, ist es auch schon soweit. Nächste Woche, also noch 6 Tage. Und da freuen wir uns unheimlich drauf. Ich muss heute übrigens noch voll viele Videos bearbeiten. So, Schatz, was willst du haben? Mama. Ja, was denn? Mama. Oh, meine... Das wär's so. Okay. Oh, ist ein anderer Maus zum Schirm, was du stößt. Ah, ja, dann, Atschin.